Servus. Mein Name ist Josua Walter Kimmich, ich bin in Rottweil geboren, in Bösingen aufgewachsen, am 8.2.95 geboren. Ja, die Position ist nicht so klar definiert, mal Rechtsverteidiger, am liebsten im zentraldefensiven Mittelfeld, habe auch schon Innenverteidiger gespielt. Ja, meine Kumpels von zu Hause, sag ich mal, von klein auf, die haben mich immer Josch genannt. Dann beim VfB in Stuttgart wurde ich immer Jo genannt. Der eine sagt Joe, Josh, Yoshi. Also ist einiges dabei. Was nicht so gern gehört wird, ist Joshua, dann lieber Josua. Ich habe angefangen bei mir zu Hause auf dem Dorf, beim VfB Bösingen. Ja, ein ganz, ganz kleiner Verein, fußballverrücktes Dorf. Wir haben 1700 Einwohner, bin dann mit 12 nach Stuttgart gewechselt. Mit 14 bin ich dort ins Internat gezogen. Hab dort 4 Jahre lang gelebt. Bin dann ja, nach meinem ersten A-Jugendjahr nach Leipzig gewechselt in die dritte Liga. Hatte damals so ein bisschen mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen. Bin dann glücklicherweise gesund geworden. Hab dann da 2 Jahre gespielt. Wir sind in die zweite Liga aufgestiegen. Und bin dann zum FC Bayern München gewechselt. Ja, ich denke mal, der Verein hat sich schon mit meiner Person beschäftigt oder vor allem damit beschäftigt, was ich für ein Fußballspieler bin. Aber für mich war es schon ja, wichtig zu erfahren, warum man jetzt mich ausgewählt hat. Also gerade der FC Bayern, in meiner Vorstellung ist es eben so, dass ja, Bayern München fast jeden Spieler der Welt kaufen könnte. Gerade auch auf meiner Position und deswegen war es schon für mich interessant zu erfahren, warum ich, was hat da den Ausschlag gegeben. In der Schule waren so meine Fächer ja, Mathe, Sport, Deutsch war okay. Ja, allgemein hätte ich ganz gerne auf Lehramt studiert, aber das kann man glaube ich so als Fernstudium nicht machen. Von dem her muss ich da glaube ich warten, bis die Karriere beendet ist. Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch an meine Prüfungen erinnern. War auch selber sehr nervös. Ich weiß jetzt gar nicht, was so der beste Tipp ist, um sich darauf vorzubereiten. Aber wichtig ist, dass, glaube ich, eine etwas schlechtere Note im Abschluss jetzt auch nicht das ganze Leben versaut. Man hat da manchmal so das Gefühl, dass die Abschlussnote das Wichtigste ist. Aber ich glaube, wenn man so zurückblickt, dann ist das gar nicht mehr so entscheidend, ob man jetzt, 0,3 besser oder schlechter ist. Ja, ich sag, es verändert sich natürlich etwas die Perspektive, gerade dadurch, dass ich mit Basti dann auch bei der EM war, versucht man dann natürlich nicht da so der Fan zu sein, sondern dann war man auch ja, Mitspieler, konnte dann auf einem anderen Level miteinander agieren, aber trotzdem ist es so, dass gerade in meiner Jugend habe ich mir schon versucht, viel von ihm abzuschauen. Er war eben auch einer, der mit einer gewissen Mentalität vorangegangen ist. Ja, stellvertretend dafür steht bei mir immer so das WM-Finale. Ich denke schon, dass ich auch eine gewisse Mentalität mitbringe. Ich denke auch, dass ich ein Spieler bin, der jetzt nicht in erster Linie auf den Platz geht, um selbst zu glänzen, sondern ich versuche mich schon in den Dienst der Mannschaft zu stellen und versuchen, ja, so auch meinen Mitspielern zu helfen und auch den ein oder anderen Mitspieler durch gute Aktionen vielleicht auch besser oder gut aussehen zu lassen. Ich sag mal, trainingstechnisch ist es ja im Fußball doch noch so, dass man ja, als Mannschaft trainiert und dann doch jeder am Ende vom Tag, sag ich mal, zu 80-90% das Gleiche macht, aber man hat dann immer so am Ende des Trainings 10-15 Minuten, was etwas individueller ist und als Rechtsverteidiger gehst du dann natürlich raus, schlägst ein paar Flanken. Als zentraler Mittelfeldspieler schlägst dann eher vielleicht mal ein paar Diagonalbälle oder gehst dann auch mal bei den Flanken mit rein oder machst ein paar Abschlüsse. Das habe ich so als Rechtsverteidiger nicht gemacht, aber vom Mindset oder von der Spielvorbereitung ist es komplett unterschiedlich. Thiago, Xavi, auch Mika oder Coco können eigentlich alle Deutsch oder verstehen alle Deutsch. Von dem her ja, ist die Kommunikation sehr oft Deutsch und ansonsten Englisch natürlich. Gerade so zu meiner Schulzeit habe ich so gedacht, was muss denn mit einem los sein, dass man ein Buch liest? Also wie viel Langeweile braucht man?
Ja, ich habe es dann irgendwann im Urlaub so für mich entdeckt, weil meine Freundin, die hatte so das ein oder andere Buch dabei. Mir war dann langweilig, dann habe ich mir auch mal eins geschnappt und habe so gedacht, ja, ist eigentlich echt ganz cool, das kann ich schon fesseln, auf andere Gedanken bringen, auch mal so, sag ich mal, in eine andere Welt versetzen, was bei uns auch manchmal ganz gut ist, dass man mal so ein bisschen den Kopf frei bekommt, dass man nicht immer nur ja, an den Fußball denkt. Und dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel unterwegs sind, habe ich es mir dann irgendwann angeeignet, sag ich mal, die Zeit zu nutzen, um auch mal ein Buch zu lesen. Ja, also wir haben uns unterhalten über ein Schnauzbart und er hat dann gesagt, ja, wir müssen uns einen machen, hat so ein bisschen darauf gedrängt. Da habe ich gesagt, ja, klar, also ich mache einen, wenn du auch dabei bist. Und dann habe ich vorgelegt und er hat dann 2-3 Tage später, ist er da nachgezogen und wir hatten ihn auch eine ganze Weile da stehen. Da war ich 11 oder 12, ich habe ein halbes Jahr beim VfB ja, als Gastspieler gespielt und war dann immer mal bei Turnieren mit dabei. Und dann das erste Turnier, als Serge mit dabei war, ja, das war glaube ich in Brettenbüchig damals, war das erste Turnier. Ja, also Serge war damals schon, sag ich mal, etwas bekannter. Wir haben davor schon mal sogar gegeneinander gespielt. Wir mit unserem kleinen Dorf gegen VfB, da haben wir leider 4-1 verloren in der Halle. War dann ganz locker, wir haben uns eigentlich von Anfang an recht gut verstanden. Bei Niki Süle war es so, dass er damals bei Eintracht gespielt hat und ja, eben gerade körperlich sehr, sehr auffällig war schon damals. Von dem her hat man auch ihn gekannt. Er war auch immer ganz gut am Connecten, selbst mit Eltern und Spielern von anderen Vereinen. Das war eigentlich damals ja, eher untypisch. Also da war man eher so ja, auf seinen Verein konzentriert, auf seine Jungs konzentriert, aber der Niki war damals schon so einer, der eigentlich ganz gut angekommen ist, auch bei den anderen Leuten. Und Leon habe ich, sag ich mal, relativ spät kennengelernt, eben beim DFB. Da haben wir dann, ich glaube, den ersten Lehrgang zusammen erst in der U17, U18 oder sowas gemacht. Er war ja jahrelang Kapitän. Bei mir hat es damals nicht ganz gereicht zu den Spielen. Ich war immer nur bei den Lehrgängen dabei, bei den Leistungstests und musste dann wieder nach Hause fahren. Von dem her hat das dann eigentlich gedauert, fast bis zur U21, dass wir uns da wirklich richtig, sag ich mal, etwas intensiver und näher kennengelernt haben. Also wenn ich mit meinen Eltern telefoniere oder spreche, dann nur Schwäbisch. Wenn meine Eltern noch hier sind in der Loge, da sagt auch mal der ein oder andere Spieler, dass er gar nichts versteht, wenn die mit ihm sprechen. Ja, also ich bin schon noch, sag ich mal, mit meiner Heimat verwurzelt. Sparsam auch, jetzt nicht geizig, aber ich bin jetzt, glaube ich, schon ein genügsamer Typ, der jetzt nicht, sag ich mal, in Saus und Braus lebt, sondern schon weiß, was ihn glücklich macht und diese Dinge dann auch wertschätzt. Ich habe erst so vor, ich glaube 2016 war das bei der EM, so ein bisschen intensiver angefangen, ab und zu auch mal in meiner Freizeit Tennis zu spielen. Früher mal ab und zu mit Kumpels, aber ich habe jetzt nicht, sag ich mal, die saubere Technik von klein auf erlernt. Mental sind das ja alles Tiere, die da im Tennis unterwegs sind. Von dem her, mich beeindruckt der Sport und ja, vor allem Roger Federer. Er steht eigentlich für ja, Eleganz, Klasse, für ein Vorbild, für einen Gentleman, für einen sauberen Sportler. Ja, das sind so Dinge, die mir einfach gefallen, dass es da jemand gibt, der sehr, sehr erfolgreich ist und der trotzdem irgendwie gefühlt sehr wenig Neider hat. Ja, fast so, als wird er von jedem gemocht werden. So. Aber ich finde auch Nadal überragend. Also bei mir ist es nicht entweder oder. Für mich war ein sehr großer Moment, dass wir in meiner ersten Saison das Double gewonnen haben. Dass ich da auch, sag ich mal, meinen Teil dazu beitragen konnte. Auch dann im Finale auf dem Platz stand. Das war schon ja, ein großes Gefühl, ein großer Moment.
Für mich persönlich waren natürlich die beiden Tore gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale auch zwei ganz große Momente. Leider hat es am Ende nicht fürs Finale gereicht. Auch in der letzten Saison das Double, also gerade, sag ich mal, mit so einer Ausgangssituation, die wir zwischenzeitlich hatten, aus der Saison, waren das zwei Titel, an die man sich noch lange erinnern wird, weil es eben sehr schwierig war und wir alle Widerstände überwunden haben und trotzdem das Double eingefahren haben. Ansonsten, ja, sind es nicht immer nur die Titel, sag ich mal. Es sind einige Spiele dabei, an die ich mich gerne erinnere. Gerade so Spiele gegen Dortmund, da erinnert man sich gerne auch gegen Juventus Turin, als wir in der ersten Saison im Achtelfinale da weitergekommen sind, sowohl Hin- als auch Rückspiel waren komplett verrückt. Also da sind schon einige Momente dabei, die haften bleiben. Keine Antwort drauf, vielleicht in Dortmund beim 0-0. Pokalfinale gegen Frankfurt und Champions League Rückspiel gegen Real Madrid. Ich glaube, Hackentor gegen Freiburg. Morata bei Juventus Turin. Spätzle, Xelsbrot, Xelse heißt bei uns Marmelade. ich weiß nicht, ob Obatz da dazu zählt, natürlich Servus und Brezen. Wiesen. Moldaschen. Instagram und Facebook. Neben WhatsApp, sag ich mal, diesen Messenger-Diensten, finde ich die App Blinkist ganz gut. Und das ist so eine App, die über Sachbücher, also die fassen so Sachbücher zusammen. Da musst du nicht das ganze Buch lesen, sondern die fassen das in 15 Minuten für dich zusammen. Habe ich jetzt aber auch erst für mich entdeckt. Russell Crowe. Wegen Gladiator. Ja. Vielleicht Lehrer. Matthäus. Und mit dem Titan. Ja, hätte mich gereizt. Also gerade mit Oli Kahn natürlich wegen seiner, sag ich mal, Mentalität. Ja, und bei Matthäus ähnlich, weil er halt ein überragender Fußballer war oder eben natürlich auch Beckenbauer hätte ich auch nennen können. Ja, das war's. Servus.